Willkommen zum zweiten Part von Let's Play New Super Mario Bros. Ja, wir machen gleich weiter. In der ersten Welt haben wir aufgehört. In diesem wunderschönen Level. Nein, Maxi Pilz, ich habe keine Lust auf dich. Meine persönlichen Level, das ich gehasst habe in der ersten Welt. Weil ich das irgendwie nicht so gemocht habe mit dem Springen, aber egal. Besonders wegen diesen Lücken. Da bin ich immer runtergefallen. Ich bin jeder verdammten Lücke. Und warum? Dieser blöde Panzer Mario. Das war früher mein Lieblings-Power-Up, aber ich check nicht warum. Er hat immer nur. Da kommt man nie raus, wenn man einmal. Wenn man einmal im Panzer ist. Also ich schaff das nie. Und deswegen check ich den Power-Up irgendwie nicht. Deswegen ist es ein bisschen dumm. Eieiei. Und es beginnt ja schon mal super. Ein Tod, glaube ich sogar der erste. Ach ja, das war der erste Level. Wo man nicht bis zur Hälfte kommen musste. Und um alle Starcoins zu erreichen. So, ey, lass mich bitte an die verdammte Sternmünze. Dankeschön. So, hier ist auch schon die Mitte. Das heißt, wir können jetzt ganz gechillt zum Ende des Levels. Aber es ist schon hart, wie viel wir geschafft haben im ersten Part. Das fand ich schon eine Hammerleistung, sage ich jetzt mal. Weil es wirklich viel war und was machen wir. Okay. Nicht ablenken. Ne? Oh Gott, die Sterne sind alle blinken, gerade gruselig. Nicht ablenken lassen. Jetzt geht's erstmal nur um das Level. Ja, aber ich finde wirklich, dass wir da. Ach, verdammt. Dass wir da so viel geschafft haben im ersten Part. So, und jetzt. Gib mir. Saures. Wundervoll. Wir haben das Level geschafft. Zwar haben wir zum ersten Mal verkackt. Besser gesagt zweimal. Das fand ich natürlich nicht so gut, aber yo. So ist es halt in diesem Adventure. So, Mario, hol dir, mach Bowser zum ersten Mal platt jetzt. Aber wo ist die erste Starcoin? Hier. Okay. Und es ist jetzt auch, wenn ich es noch nicht gesagt haben sollte, ein Speedrun-Versuch von mir. Ja, das Let's Play in schnell einfach hinzukriegen, weil ich weiß, dass es eigentlich nicht so lange dauert, das Game zu schaffen. Und ich nehme mir immer als Ziel, alles zu finden. Ja, da oben war eine Röhre, falls ihr es nicht gesehen habt, weil die Kameraperspektive ein bisschen komisch ist. Aber wenn ihr da hochspringt, seht ihr dann eine Röhre. Auf jeden Fall, weil das Spiel geht eigentlich viel schneller als alle mal meinen. Und alle Let's Player, wie ich es gesehen habe, immer gebraucht haben. So, und ist der allererste Bossfight. Da bin ich immer gerne über die Bowser-Statuen
gesprungen. Mann, bist du toll, Bowser Junior. Einfachster Bossfight ever. Einfach nur super leicht. Halt, wenn man keine Feuerblume hat, kann man das auch gar nicht anders schaffen. Deswegen haben wir das jetzt so gemacht. Oh, Bowser Junior, du bist ja so gut. Nicht. Du bist ein Lappen. Und jetzt geht's auch schon in die zweite Welt, die aber deutlich umfangreicher ist. Natürlich speichern wir. Rein da. So. Welt 2-1. Und Pockies, yay. Headshot. Ein Headshot muss man den ja immer verpassen. Ach, das war das Level. Okay. Ich kann sie auch komplett killen. Aber da muss man das dann so hoch machen und ja. So, ich meine, in diesem Level waren es schwere Starcoins. Ach, bin ich blöd. Die zweite Starcoin aber schon. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht das Level. Wunderbar, die allerletzte Starcoin. Aber da wir auch gerade ein Mini-Mario im Speicher haben. Verpiss dich. Dumme Pocky. Wenn wir uns das mal angucken. So im Hintergrund kommen ein paar Pixel-Arts. So ist es natürlich kein ausschlaggebendes Secret, weil die uns ja eigentlich nicht mitten in der Wüstenwelt, wo es keine Mini-Mario-Pilze gibt, ein Mini-Mario-Secret können sie uns da ja nicht geben. Ey, jetzt ernsthaft, ich will einen Pilz. Weil wir sonst vielleicht nicht so gut sind. So, und bei mir wird es übrigens nach der Reihe kommen. Also Welt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so. Weil Welt 4 muss man ja den Boss der zweiten Welt mit Mini-Mario geschafft haben. Ach, Lokito. Nicht wieder der gleiche Shit. The same Shit. Whatever. Nein, wenn man auf ihn drauf tritt, war es ja früher, glaube ich, so. Nein, da war die Wolke ja dann komplett weg. Okay. Deswegen brauchen wir irgendwo eine Feuerblume. Weil der gute Lucky Two verwahrt uns ein Secret und ich habe keinen Bock mehr auf ihn. Ein typischer Lucky Two. Willst mir doch alles vermasseln. Wo ging's rein? Hier, ne? Aber der kleine Lucky, du Penner. Ah, ernsthaft. Der kleine Lucky, du Penner, will's mir halt nicht gönnen. So. Der Rest der Coins juckt uns aber nicht. Uns juckt schließlich nur noch die eine Starcoin. Bitte ist da drin eine Feuerblume. Nee. War so klar und er schießt uns jetzt auch noch komplett ab. Und wir sterben auch noch. Wie sinnlos war das denn? Oh, Lucky du. Mensch.
Du bist echt der schlimmste Lucky Two. Wahrscheinlich ist das ein Kompliment für ihn. Wow! Relax mal, Junge. Wow, nein! Och, Menno! Lucky, du bist so ein Wichser. Besonders, weil er... halt in diesem Game... voll komisch wirft. Och, Menno! Ja! Lucky, du bist echt ein Penner. Ich lass mir das... das ist jetzt nicht mehr lustig. Eieiei. So, jetzt komm, mit Skill will ich das doch nur einmal machen, bitte. Jetzt komm schon. Ja, selbst in den Sprungwegen im Weg stehen, Lakitu. Der macht mich schon sauer. Weil jetzt dieses Level noch so in die Länge zieht. Eigentlich hätte ich noch vor, das dritte Level zu machen, weil das einfach das coolste Level des Games war. So, jetzt komm. Jetzt machst du ihn down. Fick dich, Lucky. Du fick dich einfach nur. Nein! Das ist nicht dein Ernst, Lucky. Du. Das ist einfach so verdammt schwer. Ach, weißt du, es juckt mich jetzt ein Scheiß. Ich gehe ins Ziel und dann werde ich einfach, sobald ich die Lakitu-Wolke habe, euch Bescheid sagen. Weil es doch jetzt viel zu lang dauert. Aber wisst ihr, wir werden jetzt einfach mal gleich ins Level reingehen, weil wir am Anfang ja schon die Feuerblume haben. Und sie uns nicht mehr kämpfen müssen. So, erstmal chillen vom Lakitu-Horror. Oh, das war kein Glitch. Oh, Mensch. Wo ist er? Da ist der Penner hin. Endlich. Alter, ist die Wolke lame. Also lahm. Wo ist das Zeug? Hier. Da ist die Starcoin. Ja, Mensch, endlich. Gefällt mir. So. Jetzt einfach nur durch und keinen Scheiß mehr bauen. Aber Lucky Two, du bist jetzt dist worden. Renn, Mario. Wunderschön, dann war's das jetzt von diesem Part. Let's play New Super Mario Bros. Ja, mein Adventsprojekt, wie ich auch schon gesagt habe. Und bis zum nächsten Mal. Warte mal, wir werden uns noch was angucken. Ja, okay, in der ersten Welt ist alles komplett. Ich wollte nur mal sicher gehen. Bis dann und ciao.